So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und es ist was Unglaubliches passiert. Der Ditschen ist wieder da. Guckt euch den an. Der hat schon wieder 10 Bier am Start. Ach, Herr Günther grüßt auch, ne? Der hat dich gegrüßt, mich kennt er gar nicht. Nein, auf jeden Fall. Viridium ist da, seit heute in den Raids, beziehungsweise eigentlich seit gestern Abend. Und diesmal kann es auch shiny sein. Wir haben hier beim Stadtwappen gegenüber bei der alten Kirche einen Viridium-Raid. Wir wollen da jetzt hinlaufen, wollen ihn natürlich machen für das Video. Heute Abend ist natürlich auch die Raid-Stunde. Da werden sicherlich viele Leute dabei sein und aus der Ferne mit Fan-Raids teilnehmen, weil das eben shiny sein kann, denke ich mal. Und sorry, dass ich so aus der Puste bin, aber wir mussten eben noch vom Netto bis hier hochrennen, kurz die Kamera holen, jetzt weiterrennen, total in einem Fluss. Und wie immer, wenn es einen neuen Raid-Boss gibt, gehe ich auf die GoTool-App, die ich euch hier wieder ans Herz legen möchte. Ich werde nicht gesponsert davon. Ich finde es nur genial. Und ihr seht auch immer das Datum, 12. bis 19. Viridium. Der Nachfolger ist auch schon bekannt, 19. bis 26. Terrakium, was dann auch shiny sein kann. Das wird richtig genial. Und hier seht ihr auf jeden Fall die Top-Konter von Viridium. Am besten nehmt ihr natürlich Flug, Pokémon, Lavados mit Flugattacken. Ihr könnt auch Psycho nehmen. Und ihr könnt wie immer hier auf Konter drücken. Dann kopiert das die Pokémon-Nummern in euren Speicher und im Spiel könnt ihr das dann über die Zwischenablage einfügen, sodass ihr alle Top-Konter direkt in der Suchleiste habt. Ich kollabiere gleich. Drüben ist der Magus. Dann müssen wir schnell weiter. Wir melden uns auf jeden Fall beim Raid zurück. Ich werde mal gucken, was es alles vorschlägt. Und der Homer ist auch am Start, genau. Wir melden uns beim Raid auf jeden Fall zurück und sagen dem Benny noch Bescheid, dass er auch mitmacht. Ah, es ist 50, ich habe gesagt, 50 sollen sie rein, also drück mal drauf, geh mal rein in die Lobby mit beiden. Und nochmal und dann macht's. So, wir stellen euch jetzt erstmal hier ab. Hier haben wir so einen hässlichen, modrigen Moospolster. Dings gefunden. Belauf. Da hauen wir euch jetzt drauf. Wir tun jetzt hier die zwei Raid-Pässe einwerfen. Die anderen sind auf jeden Fall soweit. Der Extrem will auch mitmachen, der Brein will mitmachen. Wahrscheinlich aus der Ferne alles. Wir hauen die freien Pässe jetzt rein vor Ort. Hinter mir seht ihr schön die Kirche. Und ich zeige euch das jetzt nochmal, wenn wir hier also auf die Pokémon-Auswahl gehen, auf die Lupe, und auf Einfügen, dann fügt es genau die Pokémon-Nummern ein, die Pokédex-Nummern von den Pokémon, die effektiv sind. Wenn ihr die dann nach WP ordnet, seht ihr also, Mewtwo ist dabei, ist effektiv, Rayquaza ist effektiv, Latios, Dragoran, also alles, was auf jeden Fall vom Typ Flug ist oder auch Flug attacken kann. Da ich aber bei vielen jetzt keine Flug-Moves drin habe, verlasse ich mich mal nicht darauf, sondern auf das, was hier ausgewählt ist. Da hat es jetzt als erstes zweimal Lugia drin. Normal hätte ich jetzt also sechsmal Mewtwo genommen. Aber wir wollen natürlich Lugia haben. Wir wollen die Apfelschnur mitnehmen. Die hätte ich noch als Buddy nehmen können. Dann hätte ich auch noch Best Buddy Boost. Und vorhin habe ich noch gesagt, all das ist doch gar nicht warm heute. Aber mit dem Pullover und in Action, wenn ihr durch die Gegend rennt, ihr fangt so das Schwitzen an, die ganze Stirn glänzt. Ich sehe aus an der Stirn wie Two-Face auf dem ganzen Kopf. Also nicht Two-Face von Batman, den kennt ihr ja nicht, ist ein anderer. Jetzt wäre es alles drin. Ivar Soft, Ivar Mild, Ivar Kids, der Bier-Benny, der Extreme, der Brian. Wunderbar. Wir starten also den Raid. Vorbereitung. Ditchen zwei Accounts, ich zwei Accounts. Die Tage zeige ich euch auch noch ein Raid-Video, wie ich normalerweise Raids von zu Hause aus mache. Nicht jetzt. Mit 8 Accounts und 8 Handys. Jetzt. Das ist richtig genial. Was ist denn nicht jetzt? Es braucht erst noch eine Stunde, bevor es überhaupt anfängt. Eigentlich hasse ich hier oben die Location, weil man immer mitten an der Straße steht und keine Ruhe hat. Aber ihr seht, es ist sehr effektiv. Auch das Gelabra, was hier auf dem Account ist, ist auf jeden Fall auch sehr effektiv. Ich glaube, das greift einfach halt mit Feuer an. Das ist effektiv, das greift nämlich mit Flug an.
Ansonsten keine Ahnung. Ihr könnt natürlich mal wieder reinschreiben, ob ihr heute schon ein Viridium gemacht habt. Ob ihr ein gutes Viridium habt noch vom letzten Mal. Ob ihr schon ein Viridium gepusht habt. Natürlich nicht, hoffe ich. Weil das braucht man ja eigentlich nicht. Ob ihr heute ein Shiny bekommen habt. Und was euer Team ist. Mein Lavados hat ja, glaube ich, Flugattacken. Das habe ich auch hochgepusht zum Best Buddy. Aber ist, glaube ich, jetzt in der Pokémon-Auswahl hier gar nicht dabei. Mit was kämpfst du eigentlich? Pokémon. Da gehört aber kein S dran. Da steht 98 und da steht... Pokémon ist schon die Mehrzahl. Da ist ein Metagross und das andere sehe ich nicht. Sieht aus wie ein Wurm. Ein Wurm, dann ist es bestimmt Rayquaza. Die grüne Apfelschnur ist auf jeden Fall auch am Start. Genau die. Und Viridium müsste ja sowieso eigentlich leicht sein. Das hat ja in der Anzeige hier bei zwei Spielern schon eine orange Farbe. Das heißt, ihr müsstet es mit zwei Spielern eigentlich locker leicht auch besiegen können. Bei anderen sind bei drei Spielern ist es noch knüppelrot, jetzt bei zwei Spielern orange eingezeichnet. Das dürfte also als Duo-Raid sehr gut machbar sein. Bringt mir aber nichts, Duo-Raids zu machen. Ich will ja meine ganzen freien Pässe wegkriegen bei allen Accounts. Also muss ich immer mit möglichst vielen Accounts gleichzeitig spielen. Zu Hause mache ich das dann immer eben mit 6 oder 8 Accounts. Jetzt hier halt gerade mit 4, jeder 2, weil der Ditchen dabei ist, denn wir wollen ja das Shiny bekommen. Bringt also nichts, wenn ich es nur mit 2 mache und bin dann fertig für den Tag. Wir suchen das Shiny, was auf jeden Fall anders aussieht. Nicht einfach ein bisschen heller ist, sondern gleich die komplette Farbe wechselt. 180 Sekunden, da ist es tot. Wir drücken kurz durch. Ich weiß den Wert von dem 100er jetzt gar nicht mehr. Aber wir gucken, ob wir ein Shiny haben. Hier ist auf jeden Fall keins, hier ist auch keins. 17,5 ist hier das höchste. Ich bin entfernt, 16,81. Zeig mal kurz. Da bin ich ja noch nicht. Das ist halt, ich will es nur mal in die Kamera zeigen dann. So, 16,81 und 16,53. Wird also immer schlechter, wenn man das so sieht. So, wenn du Bock hast, kannst du die fangen, du weißt. Oder du kannst auch fliehen und kannst was neben der Arena fangen. Denn das brauchen wir nicht für einen Glückstausch, das ist Mist. Ich habe schon mit dem Benni, glaube ich, ausgemacht, weil wir Glücksfreunde sind. Wenn er ein Shiny bekommt und ich, werden wir das Shiny Viridium dann tauschen, damit wir einen Lucky Shiny Viridium haben für den Lucky-Eintrag bei dem Legendären. Ich mache bei den Legendären die Einträge ja immer mit dem Shiny. Und ja, jetzt muss ich nur noch eins bekommen und er muss eins bekommen. 17,5 also das Beste. Wir können trotzdem noch mal kurz in die russische GoTool-App schauen, was der 100er Wert war. Auf jeden Fall über 17, das wissen wir ja jetzt hier, Stufe 5 Raids. 17,27 ist das 100er. Und ihr seht schon, ein Terrakium würde 21,13 haben. Wie stark das einfach ist im Gegensatz zum Viridium. Deswegen Viridium einfach nur Shiny zum Mitnehmen. Terrakium würde sogar ein 98er, ein 100er eine coole Sache sein. Nimmt man dann gerne mit auch zum Pushen. Ich muss mich jetzt aber hier konzentrieren. Ne? Du machst es da drüben, ich mach das hier. Auf dem Kleinen kann ich ja sowieso einfach schießen wie ein Behinderter, deswegen wir machen es einfach mal auf D mit Kreis einstellen. Können wir auch wieder die Würfe üben. So. Und es hüpft. Genau, jetzt hätte ich schon wieder das Drecksvieh verkloppt. Das ist wenigstens eins, was aber nicht nach links und rechts geht, weil es nicht fliegt. Ich liebe diese Teile, die Beine haben und einfach nur hüpfen können. Weil wenn sie gerade nicht hüpfen, greifen sie eigentlich an oder stehen einfach ruhig da. Aber die Fliegenden, die sind bescheuert, die machen immer Rückwärtssaldos. Die fliegen nach links, die fliegen nach rechts, die wackeln durch die Gegend. Das ist auf jeden Fall nichts für mich. Ich habe gemerkt, ich muss auf jeden Fall auch ein bisschen weiter unten ansetzen und unten hinschießen. Sonst geht der Ball immer drüber. Das war's, dritter Ball, es ist auf jeden Fall drin. Ist natürlich kein neuer Pokédex-Eintrag, ist ja vom letzten Mal schon da. Ihr könnt es trotzdem mal bewerten. 10, 12, 14. Römhild Thüringen. Merkt euch das. So, bei den anderen weiß ich nicht, ob da was dabei ist. Gucken wir uns jetzt nicht an. Das seht ihr ja bei Raid am Mittwoch, wenn da was Krasses war. Und ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Der Ditchen fängt noch in Ruhe. Und ich hoffe, es ist ja eine Woche da. Da geht sicherlich was mit Shinies. Heute Abend Raid-Stunde. Werde ich noch was machen? Ich habe mir extra den kostenlosen Pass aufgehoben von gestern. Deswegen kann ich heute 2 kostenlose machen. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out. Vorhaut, euer Ramses und der Ditschen. Der Ditschen. Drehen! Das war wieder nicht drauf.
Doch, guck's, alles drauf drin. Oh, jetzt fängt er an, professionell zu werden, oder was? Hä? Jetzt reicht's aber hier.